Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag. Boah. Somit der letzte Tag, an dem ich jetzt erstmal so vlogge. Also von dieser Woche sozusagen. Ich glaube, es ist schon recht spät. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Das Babyfon ist auch gerade angegangen. Der Karl ist auch gerade aufgewacht. Ich habe übrigens gut geschlafen, richtig tief und fest, wie so ein Stein. Bin übelst ausgeschlafen, wo ich gestern Abend noch echt lange Video geschnitten habe und so. Damit bin ich jetzt auch einmal fertig. Der Karl hat keinen Ton mehr von sich gegeben. Ich wette, der ist am eingepennt oder er spielt oder so. Ich werde jetzt ihn gleich rausholen, vorher hier noch so ein bisschen Frühstück fertig machen. Es sei denn, er ruft jetzt direkt, dann hole ich ihn natürlich erst raus. Ja, ich fühle mich jetzt auch gleich viel besser mit den Haaren so. Und was ich voll gemerkt habe, ich weiß nicht, habt ihr gesehen, ich habe geklettet. Und zwar hat das irgendwie gar nicht lange gedauert. Ich hatte nämlich eine Haarmaske gestern Abend am Haarewaschen drin. Kann ich jetzt auch mal einblenden, was für eine ich verwende. Bin nämlich sehr zufrieden damit. Und dann sind die Haare echt irgendwie von viel schon so glatter von selbst und lassen sich auch echt super dann noch so, ja, glätten, und ich kämme die ja eh nicht, aber die müssen auch gar nicht gekämmt werden, die sind trotzdem so, weiß nicht, also fühlt sich echt super an und bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Ja, wir sind jetzt erstmal am Frühstücken und der O-Saft ist eisgekühlt, der Kaffee ist eisgekühlt, sogar das Erdnussdings, die Erdnussbutter ist eisgekühlt. Auf jeden Fall ist wieder echt schönes Wetter, seht ihr ja bestimmt, die Sonne scheint. Ich habe mich überfressen, glaube ich. Ich habe echt viel gegessen, viel mehr, als ich sonst gegessen habe. Na, Kylie isst noch sein Brot, ne? Ich habe überlegt, ob ich heute mal, ich muss buchstabieren wegen dem Karl, W-A-F-F-E-L-N mache, weil ich das Gerät dazu, also das, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, hier habe. Die Frage ist bloß, in welcher Kiste. Darüber habe ich mir noch gar keinen Gedanken gemacht. Und ich habe sogar auch Zutaten da für einen Teig. Ich habe einen Mixer da. Ich habe eine Schüssel da. Ich habe eigentlich alles da dementsprechend. Das wäre echt cool. Ich habe halt einfach keine Küche, aber kann das trotzdem so machen. Das wär... Eier. Eier. Woher? Eier. Ja, wir haben auch Eier. Woher weiß er das? Was habe ich denn verpasst? Oh mein Gott. Ja, irgendwas fliegt hier, aber so eine Fliege. Jedenfalls habe ich das so überlegt, ob ich das am Nachmittag mal mache oder heute Abend oder heute Mittag, je nachdem, wie so der Tag sich weiter gestaltet. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, ziemlich lustig, da hier mal so ein bisschen zu backen ohne eine Küche. Vom Einkauf, was ich gestern gezeigt habe, also Wasser, hier O-Saft, mag der Karl sehr gerne, dann hier für mich hatte ich diese Eistees mal, eine Hafermilch, Sauerkraut und Melone, das war so unfassbar schwer und warm. Ich sortiere das jetzt erstmal ein. Hast du ein Baby im Tragetuch? Da steht der Karl. Dem Tragetuch. Und ich versuche die ganze Zeit meine Oma zu erreichen, ob die vielleicht das Wochenende herkommt, also von morgen Samstag bis übermorgen Sonntag. Das wäre echt cool, wenn das klappen würde. Aber die ist bestimmt gerade wieder unterwegs und wer weiß, was sie so macht. Also meine Oma ist immer busy und
manchmal ist es echt schwer, sie zu erreichen. Deswegen muss ich erst mal gucken. Also, der Karl ist ein Brot mit Käse und Tomate und ich esse Salat mit Käse und hier ist das Salatdressing. Karl mag nämlich diesen grünen Salat nicht, deswegen kriegt er so Gurke und Tomate einzeln. Und dann werden wir jetzt mal entspannt Mittag essen. So, wir machen jetzt einen Ausflug und der Kali steigt alleine ein. Er ist auch ganz alleine, also die Treppe runtergegangen hier zur Tiefgarage, aus dem Fahrstuhl halt und ja, mehr ein großer. Ist auch schon ein großer. Ja, was soll ich sagen? Wir sind da, wo wir hin wollten. Also ich bin erst am Parkplatz vorbeigefahren, aber habe dann hin und mal wenden können. Jetzt bin ich auch an dem Parkplatz. Der Karl ist natürlich eingeschlafen bei der Fahrt. Was habe ich auch erwartet? Ich glaube, es ist kurz nach zwei. Eigentlich wollte ich mit ihm so wandern bzw. spazieren gehen, also dass auch er läuft, weil hier soll irgendeine coole Sehenswürdigkeit sein. Also so im Wald, so Sehenswürdigkeit jetzt nicht so. Wenn ich bis dahin komme, dann zeige ich es euch. Jedenfalls, ja, aber jetzt pennt er. Ich habe die Chance genutzt, habe nochmal schnell Bilder vom Auto gemacht. Kann ich jetzt einblenden? Ja, ich werde jetzt mal den Buggy raustun und den Karl dann mal reinsetzen. Vielleicht wacht er dabei auf. Oder er wacht jetzt auf. Ja, guten Morgen. Wollen wir wandern gehen? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt. So wie ganz geplant, ganz normal wandern bzw. spazieren. Grundessen, dass ich eh schon tausendmal gesagt habe, wo wir wohnen, kann ich euch auch eben das, die Sehenswürdigkeit zeigen. Das ist hier so ein Kran, der mitten im Wald steht. Also wenn ihr jetzt danach googelt, dann wisst ihr eh, wo wir sind. Keine Ahnung, was der hier macht. Wo ist er? Da? Ich habe ihn mir spektakulärer vorgestellt. Aber der steht halt einfach hier mitten im Wald rum. Voll komisch eigentlich. Ja, wir werden jetzt hier mal noch, wir sind jetzt so eine halbe Runde gegangen. Wenn jetzt die andere Runde so rum zurückgeht, dann wird der Karl auch mal ein bisschen laufen. Ich filme eben noch mal den Kran ab. Ihr habt das jetzt, glaube ich, in der Innenkamera echt schlecht gesehen. Wir sind mittlerweile wieder da und ich werde jetzt noch ein anderes Video drehen, deswegen zeige ich euch, ich habe es ja schon angekündigt, aber ich zeige euch jetzt nicht konkret, was wir so zu essen machen und alles und wie das ablaufen wird. Ich werde jetzt hier ganz professionell mit Stativ und der Spiegelreflexkamera und alles hier mir ein kleines Setup aufbauen am Tisch. Der Karl sitzt auch, der wird mir assistieren und dann geht es ans Waffeln backen. Ich muss das Waffeleisen noch suchen. Es war auf jeden Fall sehr schön draußen, 38 Grad. Und was jetzt auch auf jeden Fall feststeht, ist, dass morgen meine Oma herkommt. Oh ja, wir können mal den Smoothie zeigen. Den habe ich ja gestern beim Einkaufen schon gezeigt. Und jetzt seht ihr hier drin auch, wie rosa der wirklich ist. Krass, oder? Ist auch sehr lecker. Genau, morgen kommt meine Oma. Mein Papa fährt sie zum Bahnhof, weil sie... Was für eine Perspektive. Weil sie noch nicht genau weiß, wie lange sie hier bleibt und dann ihr Auto halt nicht ewig dort am Bahnhof stehen lassen will. Das war es auf jeden Fall nicht. Und genau, ich habe ihn jetzt erst halt erreicht. Er hat mich zurückgerufen, als ich auf der Rückfahrt war. Dann muss ich jetzt nochmal woanders suchen. Mal sehen, ob ich dabei vielleicht noch ein Sektglas oder vielleicht auch eins von den Weingläsern oder noch besser eins von den guten, teuren neuen Gin-Gläsern runterwerfe. Nein, ich gebe mir große Mühe, dass alles ganz bleibt. So, es gibt Abendbrot und zwar Würstchen und Kartoffelsalat. An der Stelle möchte ich das Video beenden und diese ganze Vlog-Woche beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie ich schon wahrscheinlich in jedem Video gesagt habe, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich persönlich, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich würde es auf jeden Fall wieder machen, sofern das euch interessiert. Genau, jetzt am Wochenende ist meine Oma da und so, mal gucken, was dann passiert. Also da werde ich auf jeden Fall nicht vloggen. Und für nächste Woche habe ich noch überhaupt keinen Plan. Aber wie gesagt, ich werde ja jetzt anhand von eurem Feedback ja auch sehen, ob ich sowas bald mal wieder mache. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ja. Und wie gesagt, ganz viel Feedback bitte in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.